Und ich begrüße euch zu einem neuen Part mit Super Mario Bros. X und A Short Level. Ja, aber was soll das? Wir haben den letzten Dungeon abgeschlossen, Bowser besiegt, Daisy gerettet und trotzdem geht's weiter? Schauen wir uns das mal an. A Short Level. Und jetzt frage ich mich gerade, soll ich mich verarschen lassen? Ich weiß es nicht. Soll ich mich verarschen lassen? Schreibt es in die Kommentare. Nee, Spaß. Na gut, Yoshi. Ich lasse dich wenigstens am Leben. Sei froh. Dann sterbe ich eben alleine. Ja, man könnte meinen, man hat's geschafft. Eben nicht. Tot. Ja. A Short Level scheint doch nicht ganz so einfach zu sein. Und ja, klar, hier kommen Gegner raus. Ich scheitere schon an einem Goomba. Was ist heute los? So, nein, es sieht verlockend aus. Bloß nicht reinhupfen. Hier geht's rein. Und das sind auch wieder Gegner drin, oder? Es ist so klar. Super Mario World! Yay! Zack! Und geschafft. Das war A Short Level. Und ja, sorry. Aber ich möchte mich natürlich wieder rüsten für den nächsten Level. Und ich sage euch gleich, der nächste Level hat Ausmaße, die ihr euch nicht mal in den vagesten Träumen vorstellen könntet. Ich möchte es bloß dramatisch formatisieren. Das ist ein deutscher Satz. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gelabert habe, aber hier vielleicht. So. Und ja. Tatsache ist, dass diese Welt noch richtig assi wird. Und wir deshalb sehr viele Sachen brauchen, die uns helfen. Dazu zählen ein Tanuki und Humble Brother Suit und natürlich ein Yoshi. So. Und ja, ihr seht bereits, es gibt wieder mal einen geheimen Ausgang. Und den zu schaffen, das müsst ihr erstmal schaffen. Beziehungsweise ich. Ja, ich liebe dieses Wort. Ich nenne es ab sofort Pornhammer. Egal. Pornhammer Deuce. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Was soll das? Why is it called Pornhammer? Ich kann dieses Wort nicht. Anyway. Yay, Metroid. Kein Superblatt einsammeln. Und auch keine Feuerblume. Boah. Die Musik klingt cool. Na gut, vielleicht auch nicht. Zumindest besser als das, was wir bisher gehört haben. So. Geschafft? Nein, jetzt geht's natürlich erst so richtig los. Ich kann doch keinen Yoshi mitnehmen. Nicht so. Okay, Yoshi. Ciao. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. So. Denn nur so können wir die Waffe tragen. Ja, das ist eine Waffe. Und dann, die verschießt Feuerbälle, die tötet alles, was sie halt so bekommt. Und es ist gleichzeitig ein Flugblock. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist ein Flugblock? Vielleicht kennen es Leute, die New Super Mario Bros. Wii gespielt haben. Damit kann man nämlich kurzzeitig fliegen. Aber eben auch nur kurzzeitig. Aber einen Propellerpilz gab es hier allerdings auch wieder nicht. Und da oben geht's weiter. Ich möchte dahin. So. So. Ja, hier ist der geheime Ausgang. Aber ich möchte hier rüber. Was ist denn hier? Hammer Bruder Suit.
Ich glaube, ich werde verrückt. Ein Hammer Bruder Suit. Kurz vor einem Bosskampf. Und hier ist sogar noch ein anderes Waffendings. Ach, was weiß ich. Diese Billigun, so hieß sie. Ja, aber wir machen jetzt noch nicht den geheimen Ausgang, sondern erstmal den normalen. So. Ja, klar. Wow. So. Ich habe Angst vor einer Schildkröte. Muss man sich schon mal vorstellen. Oh Mann. Ich wollte mich doch gerade eben nicht treffen lassen. Und kurz vor dem Ende auch noch. Ich könnte ausrasten. Hauptsache geschafft. Das war der PWN Homer News. Und gleich nochmal. Nochmal. Und jetzt werde ich ewig dran hocken. Jetzt werdet ihr auch erfahren, warum ich so viele Leben gesammelt habe. Denn der Boss, der jetzt gleich kommt, hat's in sich. Und ihr, liebe Metroid-Fans, wenn ihr gerade zuschaut, müsstet ihn eigentlich kennen. Ich kenne ihn sogar auch. So, jetzt rennen wir einfach mal durch. So, das hätten wir. Mein armer Yoshi, den haben sie aufgefressen. Nein, 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 haben sie nicht. Nein, 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 nein. Die haben den ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Tanuki Suit. So. So. Die Schildkröte will mich haben. Sie kriegt mich aber nicht. So, jetzt das Wichtigste. Checkpoint aktivieren. Ohne den seid ihr nämlich geliefert. Okay. Schritt Nummer 2. Tanuki Suit gegen Hammer Bruder Suit eintauschen. Hier rüberfliegen. Und Hammer Bruder Suit einsacken. Einsacken. So, jetzt fliegt man wieder hier rüber. Und jetzt beginnt das, was ich hasse. Jetzt kommt nämlich ein Kampf gegen Mother Brain. Ich hab's geahnt. Selbst mit zwei Hammer Bruder Suits konnte ich diesen Boss nicht besiegen. Er ist einfach asozial schwer. Er ist asozial schwer. Ich lüge dabei nicht. Es ist so. Es ist so. Und daran wird sich auch niemals irgendetwas ändern. So. Aber okay. Wir können das einfach bloß wieder und wieder versuchen. Mit unserem Panzer. Mit unserem Panzer, sag ich. Vielleicht habe ich ja Glück. So. Glas ist immerhin schon mal zerstört. Und ich werde jetzt wahrscheinlich immer weniger kommentieren, weil das ist echt... Keine Atmo, wo man kommentieren sollte. Oh Mann. Oh,
Na gut, wir machen im nächsten Part mit diesem Problem weiter. Bis dann. Ciao.